Hey Freunde, herzlich willkommen hier zurück bei Goodbye Deponia. Wir sind gerade beim dritten Rufus. Ich habe ja versprochen, dass wir noch ein bisschen bei ihm bleiben, obwohl ich glaube, dass er hier nicht allzu viel machen kann. Wir haben letzte Folge richtig viel erlebt, von irgendwelchen pädophilen Wohnwagenbesitzer bis hin zu alten Funtexen, war alles mit dabei. Und unser Inventar ist schon wieder leer, komplett leer. Ich glaube beim ersten Rufus auch, ne? Wir hatten ja eine Decke, Rufus. Los, ab, trau dich. Da versteckt sich doch irgendjemand. Das sagst du so? Guck mal drunter. Du bist einer meiner Klone, ne? Als Cletus verkleidet. Oh, bitte. Sag nicht, dass es dich jetzt mehrfach gibt. Sehr gut. Da beherrscht einer seine Rolle als schmieriger Popanz. Ja, nicht wahr? Genau. Aber wenn du ich bist, wie haben sie dich dann schnappen können? Wahrscheinlich so wie dich. Ich wurde viel lässiger geschnappt. Außerdem habe ich schon einen Plan, wie wir hier rauskommen. Gib dir keine Mühe, ich habe schon alles versucht. Tja, aber ich habe noch ein paar neue Tricks auf Lager, die du noch gar nicht kennst. Obwohl wir dieselbe Person sind? Bruno, beobachte mich und lerne. Oh mein Gott. Lässig ist ja auch so das Wort von Rufus. Und vor allem, er hat überall Pläne, ja? Der könnte ja mal mitteilen oder so. Und das ist jetzt offensichtlich Rufus und nicht Cletus. Ich verstehe. Sein Kostüm ist nicht übel. Er hat selber drauf reingefallen. Dass das Cletus überhaupt glaubt. Oh Mann, ey. Und? Wo bleibt denn jetzt deine super-duper-Hyper-Rettungsaktion? Entspann dich, ne? Ich werde uns im Nu befreit haben. Natürlich, weil wir haben ja hier so ein nicht offensichtliches irgendein Feld auf jeden Fall. Das Blitzdingsdich, so wie in was, wo wollen wir nochmal Blitzdingsen? Ach hier, Man in Black. Genau. Warte, Teppich. Wo, da. Teppich in der Gefängniszelle? Man kann es mit dem Shishi ja auch übertreiben. Shishi? Was ist denn Shishi? Sag mal, Rufus, gibt's dich noch hier? Shishi? Was willst du mir jetzt sagen? Ja, Rufus, wir haben einen Teppich. Hey! Und? Wo bleibt denn jetzt deine super-duper-Hyper-Rettungsaktion? Entspann dich, ne? Ich werde uns im Nu befreit haben. Eben gar nicht. Also ich glaube, wir werden hier beim dritten Rufus nicht erfolgreich werden. Wieso? Wieso kann ich denn von... Wieso wird mir denn nicht angezeigt? Solange er sich nicht umdreht, bin ich in seinem toten Winkel. Gut so. Du weißt, dass ein toter Winkel ist, Rufus? Gut. Hey. Gut. Hallo. Was willst du? Mach nicht so einen Lärm da drinnen. Ja, aber ich hab Hunger. Ich habe Hunger. Das liegt wohl daran, dass du dein Frühstück nicht angerührt hast. Warte, ich öffne den Essenschacht. Oh, danke schön. Ich muss aber auch. Ich muss mal. Schon wieder? Na gut. Aber verplemper nicht wieder so viel Klopapier. Wir haben das Lager schon aufgelöst. Ist das auch so schön grau wie im... Wenn irgendwer die Planetensprengung verhindern würde, hätte der Orga nun kein Klopapier mehr? Das mag man beklagen, aber so sieht es aus. Super. Wenn das keine Motivation ist, Deponia zu retten, dann weiß ich auch nicht. Boah, Rufus, du hast mir voll das raue Klopapier-Motel... den Motelwitz versaut. Danke, Rufus. Wirklich. Schäm dich. Ab in die Ecke. Kannst du dir da dein Klopapier holen? So. Ich fühle mich aber auch nicht so gut. Ich fühle mich nicht gut. Ich glaube, ich bin krank. Das stört mich nicht. Zumindest solange du nicht auf den Teppich kotzt. Ah, verstehe. Ja, die saubere Zelle kommt wahrscheinlich erst nach dem Erbrechen, oder? Ich verlange eine saubere Zelle. Das ist eine saubere Zelle. Und ich bin sehr stolz darauf. Wir verfügen hier über die neueste Reinigungstechnik. Die Decken sind fusselfrei, der Klostein schmutzabweisend und ich habe gerade erst vorhin den Teppich schamponiert. Wow, das Leben im Dienste des Organon macht ziemlich einsam, was? Du hast ja keine Ahnung. Den Teppich schamponiert? Bringst du denn auch die Putziboard vorbei? So, aber jetzt mal Butter bei der Fische. Ich will meinen Anwalt sprechen, sofort. Ich will meinen Anwalt sprechen. Dein Anwalt? Wer soll das sein? Eigentlich wollte ich mich selbst verteidigen. Na gut, dann sprich halt mit dir selbst. Aber nicht länger als 10 Minuten, verstanden? Oh, du bist ein Arsch. So, ich will hier raus. Ich will hier raus. Vergiss es. Doch. Ich will hier raus. Vergiss es. Mann. Ach, nichts. Dann stör auch nicht. Na, ist ja gut.
Und dann kommt Cletus wieder raus. Gut. Ich hätte so, wir gucken mal Frühstück an. Frühstück. Na, dann wollen wir doch mal gucken. Kaffee, ein Bagel und Pfeffer. Wie jetzt? Keine Marmelade? Das verstößt ja gegen die Genfer Konvention. Gegen die Genfer? Na, dann müssen wir doch mal Bescheid sagen. Hey, hallo. Was willst du? Marmelade. Mach nicht so einen Lärm da drinnen. Ich will Marmelade. Ach, shit. Ach, nichts. Dann stör. Wir machen keine Marmelade. Gut, nehmen wir es mal. So ein Bagel, Salz. Ach nee, Pfeffer war das. Schon wieder vergessen. Hey! Rufus, es bringt da nicht so viel. Man kann über diese Organons sagen, was man will. Aber sie wissen, wie man einen anständigen Kaffee macht. Oh, lecker. Ich liebe ja Kaffee. Bin so ein richtiger Kaffee-Junkie. Früh morgens, ja, doch. Nachmittags auch. Abends natürlich. Bagel? Dieser Knastmampf ist eine Zumutung. Ich meine, wer mag schon Sesam? Ich. Dieser Knastmampf, ich meine... Mit Pfeffer? Das ist so ein lausiger Ersatz für eine Pastete, aber na gut. Ich sah nicht blau, Rufus. Der Hunger treibt's rein. Jetzt aber bitte noch reintunken. Dieser Knastmampf... Ach komm. Nein, wollte ich jetzt gar nicht drücken. Ich wollte es wegdrücken. Zeig mir mal hier Zahnpasta. Oh nein. Dentosaurus. Nein! Zahnputzpasta. Na, das ist ja mal eine Überraschung. Ich hätte irgendwie gedacht, dass der Organon eine andere Marke benutzt. Oh Mann. Hast du die aus dem Hotel geklaut oder was? Moment mal, das ist ja meine alte Zahnbürste aus Teil 1. Oh. Wie ist die denn hierher gekommen? Oh, Rufus. Nicht etwa ein Spin-off in Planung. Nimm, mitnehmen. Ein Nachttopf. Na, was haben wir denn da? Ein Klostein. Ganz schön unbesonnen vom Organon, mir dieses Kleinod chemischer Kriegsführung in die Zelle zu legen. Rufus. Oh nö. Oh Gott, das kannst du nicht machen. Oh nö! Jetzt, ja, gut. Machen wir einfach nochmal eine Schüttelpastete. Natürlich, muss auch noch mit drauf. Das ist die schöne Cremefüllung. Und jetzt auf, mit Zahnbürsten. Das heißt, man soll sich nach dem Essen die Zähne putzen. Aber niemand sagt einem, wie lange danach. Kleiner Tipp: Je länger man damit wartet, desto mehr Mahlzeiten kann man mit einem Mal abdecken. Genau, Rufus. Ne? Richtig. So, warte mal, Kaffee. Was nennen die Frühstück? Wo sind die pappigen Kartoffelchips? Du isst Kartoffelchips zum Frühstück? Rufus. So, ich glaube, das war's, ne? Wie sieht's aus, Cletus? Willst du das essen? Was soll das darstellen? Das ist alles Teil meines Fluchtplanes. Ein Bagel? Was hast du vor? Ist es eine Metapher dafür, dass du dich verkrümeln willst? Du weißt schon, dass das nur eine Redewendung ist, oder? What's up? Noch sind das alles ungebackene Brötchen. Okay, anscheinend können wir den essen. Dieser Knastmampf ist eine Zumutung. Ich meine, wer mag schon... Ja, Cletus, was hältst du denn von einer Bürste? Was ist denn mit deinen Zähnen los? Die sind so... weiß. Ich habe sie geputzt. Nein. Im Ernst? Findest du nicht, dass du mit deiner Verkleidung ein bisschen übertreibst? Ich habe da so eine Idee. Man kann Nein. Ich wollte den Kaffee anklicken. Also, zum Mitnehmen, so. Ich habe einen Plan. Ich schütte dir diesen Kaffee auf die Hose, damit es so aussieht, als hättest du dir in die Hose gemacht. Und wie soll uns das hier rausbringen? Ach ja, richtig. Ich wusste doch, dann war noch was. Das erinnert mich, so eine Situation, ich glaube, ich habe das schon mal irgendwo erwähnt, das erinnert mich immer an eine Folge in South Park mit den Unterhosenwichteln. Da sagen die als erstes, die klauen immer Unterhose, müsst ihr euch vorstellen. Und dann steht an der Tafel, also erstens, sie klauen es, zweitens, das mal kurz weg, drittens ist dann Profit. Das ist immer toll, also zweitens ist ein Fragezeichen, wie macht man aus Unterhosen Profit? Ja, das ist halt die Frage. Ach, Rufus, du bedenkst halt nicht alles. Wenn ich diesen Bagel esse, werde ich ihnen ostentativ den Teppich vollkrümeln. Das wird ihnen eine Lehre sein, sich niemals mit Rufus anzulegen. Ich dachte, das klappt jetzt eigentlich und das wäre so eine Art Erbrochenes dann. Ja, ess doch mal, Rufus! Moment, nein. Das ist ja meine alte... Nein. Haben wir denn hier überhaupt noch irgendwas? Warte mal, erst den Kaffee mit dem Teppich. Putzibot!
Alter Staubsaugerbeutel. Schön, dich wiederzusehen. Hey, begrüßt man so einen alten Kumpel? Sowas. Toll, Putzibot, ich hab dich schon irgendwie vermisst. Aber schön, dass der Trick immer noch funktioniert. Mit diesen Dingern habe ich früher immer Toni erschreckt. Wenn man vorher Spinnennester aufsaugt, ist es besonders lustig. Toni ist die Ex-Freundin von ihm. Na, Putzibot, alles Chico? Sauber. Ah, gut, das kennen wir ja, dieses Sprachsamples. So wie Bagel vielleicht. Na, Putzibot, alles Chico? Sauber. Nicht? Mit dem Staubbeutel meine ich doch. Hier. Warum auch immer? Was zur Hölle? Wenn ich diesen Bagel esse, werde ich Ihnen ostentativ den Teppich vollkrümeln. Das wird Ihnen eine Lehre sein, sich niemals mit Rufus anzulegen. Aha. Was soll das darstellen? Na was wohl? Unser Ticket in die Freiheit. Du wirst diesen präparierten Bagel essen und eine Krankheit vortäuschen, was dir dann nicht sehr schwer fallen wird. Und wenn sie dich dann auf die Krankenstation bringen, schlüpfe ich aus meinem Versteck und werde uns retten. Das kommt gar nicht in die Tüte. Du wirst den Bagel essen und ich werde uns retten. Tja, warum eigentlich nicht? Oh nee, Rufus. Ohnehin einen mächtigen Kohldampf. Du stirbst an dem Ding. War das etwa ein Trick, um dir meine Portion zu erschleichen? Das könnte dir so passen, du Halunke. Gib sofort den Bagel heraus. Was hast du getan? Du widerwärtige Kanalbazille hast mich vergiftet! Bravo! Sehr überzeugend. Das habe ich dir gar nicht zugetraut. Aber spar dir die Schauspielkünste für den Wachmann auf. Vor allem die Gesichtsfarbe. Die ist super. Offensichtlich am Klostein wird er wahrscheinlich am meisten zu tun haben. Du! Mir ist schlecht. Soll ich das sein? Wer denn sonst? Warum verstellst du deine Stimme? Vertrau mir, wo ich doch so ein hervorragender Stimmenimitator bin. Ja, aber... Ach. Was ist denn jetzt schon wieder? Wenn du noch weiter so rumnervst, werde ich... Also das ist doch... Du verdammter Idiot! Was hast du mit meinem schönen Teppich gemacht? Ab auf die Krankenstation mit dir, aber sofort! So, und jetzt die Zelle lüften. Das war ja einfacher, als ich es mir vorgestellt hatte. Nur schade, dass es nicht zu der Verfolgungsjagd auf Jetskis gekommen ist. Ich stimme, Drobus, ja. Ich dachte mir auch gerade so beim Zellen entlüften, dachte mir so, oh, jetzt geht hier irgendwo eine Tür auf und dann weg ist er. Wir können nur da lang. Ich habe ihm nichts mehr zu sagen, außer eins. Mach's gut, du trübe Tasse. Das sagst du so. Na los, dein Abrufus. Ach du, ach, der schläft. Das ist gut. Irgendwie sieht Kitas immer aus wie so eine Ziege, kann das sein? Gut, schlafende Organon. Der Widerstand scheint dem Organon ja nicht besonders zuzusetzen. Er schläft wie ein Baby. Ha, was genau genommen noch besser so ist. Was eigentlich aus Baby Boso geworden? Wir müssen dann nochmal zum zweiten wechseln. Da haben wir auch gar nicht weitergemacht. Die Skyline. Oh. Von hier oben sieht Deponia ja eigentlich ganz nett aus. Mir fällt gerade auf, dass ich mich gar nicht richtig verabschieden konnte. Wir müssen ja Deponia retten, Rufus. Sag jetzt, also das wird schon klappen. Mach jetzt nicht für endgültig. Rohrschacht, was? Ach, Rohrpostschacht. Ich habe Rohrpostleitungen immer geliebt. Auch wenn sie sich nicht zum Verschicken von größeren Mengen Hefeteig eignen. Um Gottes Willen, wieso musst du denn Hefeteig verschicken? Rufus, du bist total bekloppt. Ein Terminal? Antragsterminal Serial 17. Nur zum Ausfüllen von Antragsformularen mit der Seriennummer 27-Irk zugelassen. Irk! Ah, da haben wir es also wieder, das Irk. Vor allen Dingen ein Buchstabe, ne? Irk. Ohne das passende Antragsformular ist das irgendwie witzlos. Ja, da ist der andere Rufus zuständig für. Wir haben ja einen Türsensor. Nichts. Die Tür öffnet sich wohl nur für Mitglieder des Organon.
Das ist ja Klitus offenbar nicht mehr. Was in den Kriechgang? Und wir haben noch eine Kiste. Eine Küste! Los, hol die Kiste. Die Kiste. Mit Antragsformularen. Das ist alles derselbe Vordruck. Antragsformular 27-WURG. Antrag auf. Ah, medizinische Hilfeleistung für Arbeitsunfälle bei Terminal-Wartungsarbeiten. Aktenzeichen URG-75. B. Einen Schraubenzieher scharfkantig für Terminal-Wartungsarbeiten. Aktenzeichen Holler-55. C. Einen Ersatzbleidruckbuchstaben URG für defekte Antragsterminals. Aktenzeichen URG-122. Es gibt also auch das, das Anforderungsformular für den Buchstaben Ö. Brauchen wir dazu vielleicht nicht den anderen Rufus? Hm. Nimm mal erstmal mit. Antragsformular 27-WURG. Antrag auf B, C. Haben wir schon, danke. Können wir das hier irgendwie reingedülpseln? Soweit so gut. Aha. Was werde ich denn mal beantragen? Ein Ersatz-Irk? Hallo? Was ist denn das? Das Irk funktioniert nicht. War ja klar. Nein! Wie willst du einen neuen Buchstaben beantragen, wenn natürlich der Buchstabe fehlt? Das ist genauso wie starten Sie Hilfe und Support. Und Hilfe und Support kann nicht geschaden werden. Das hatte ich auch schon mal. Das ist toll. Oder funktioniert nicht mehr. Starten Sie Hilfe und Support. Das ist einfach toll. Du machst sie wieder zu, Rufus. Du bist echt ein ordentlicher Mensch. Ach, da unten. Verstehe. Aber ein Käfer, Rufus. Hier sind drei Fragezeichen. Ist da noch mehr? Nö. Dann ab rein mit dir. Das geht mir noch nicht schnell genug, Oppenbot. Ulysses darf keinen Verdacht schöpfen. Ich will dabei sein, wenn er erfährt, dass die Armee, die er eigentlich zusammen mit diesem Drecksplaneten sprengen wollte, mit an Bord ist. Und unter meinem Kommando Elysium einnehmen wird. Ulysses ist nicht dumm, Herr Amtmann. Immerhin dumm genug, um zu glauben, dass sich 11.000 Organons einfach so freiwillig sprengen lassen, ohne sich zu wehren. Ja, das ist dumm. Wann bekomme ich eigentlich meine Kopie der Aufstiegscodes? Seien Sie nicht albern, Oppenbot. Sie bleiben natürlich hier. Ach ja, natürlich. 11.000 Organons. Das hatte Argus also gemeint. Ich habe sowieso keinen Augenblick daran geglaubt, dass er Deponia retten will. Und jetzt hat er die Aufstiegscodes. Ich muss mich beeilen. Er bringt bereits seine Truppen an Bord. Ein weiteres Problem, um das ich mich später kümmern werde. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ja, da ist ja auch so ein Rufus-Klon. Also im Prototyp A jedenfalls für Argus. Das verwirrt mich jetzt ein wenig. Weil der eigentlich stand ja auf unserer Seite jetzt nicht mehr. Oh Gott, was für eine Wendung! So, der Beamte. Diese Scheusale! Wow, Rufus, das hat mich jetzt voll geplättet. Hochboot! Da ist es also. Das letzte Hochboot nach Elysium. Was für ein Anblick. Ich glaube, Rufus muss irgendwann so aussehen wie Dieter. Der Organon rückt bereits in das Hochboot ein. Ich muss mich beeilen. Die sehen auch alle so aus wie, also jeder gleich den anderen, ne? Sind das auch alles Klone oder so? Diese Scheusale. Aber sowas von, Rufus. Oh, was haben wir denn hier? Was? Wo? Ne, es ist ja irgendwas. Ach, Oppenbord. Ach so, verstehe. Oder nicht? Warte mal. Ich dachte, das ist Oppenbord hier. Was ist das denn? Hallo? Hier sind mir zwei Punkte angezeigt, aber beides sind abrückende Organonze. Gehen wir mal weiter. Oh nein! Störe ich? Rufus, welch eine Freude, dich zu sehen. Du kommst gerade rechtzeitig. Na, wen haben wir denn da? Noch ein Mitstreiter im Kampf gegen die Unterdrückung? Das ist Rufus. Ich hab dir von ihm erzählt. Wow, wirklich? Der Rufus?
Wenn das kein gutes Omen für unsere Unternehmung ist, dann weiß ich auch nicht. Ich bin Cowboy Dodo. Du kennst mich vielleicht aus dem Kommunalfunk. Und das hier sind Cindy, Hottie und Cutis. Er hat sich unsere Namen gemerkt. Psst, ich will nichts verpassen. Alle mal herhören. Ich bin hier die Hauptperson, okay? Also, was soll ich tun? Wie ist der Plan? Wir sind hier direkt über Amtmann Argus Büro. Wir vermuten, dass er die Aufstiegscodes dort versteckt hat. Darum wollten wir Cowboy Dodo abseilen, damit er sie ergattern kann. Verstehe. Innerhalb der üblichen Toleranz. Aber jetzt bin ich ja da. Also rück mal ein Stück. Der Mann gefällt mir. Warum stimmen wir nicht einfach ab? Ich bin für Rufus. Ich bin auch für mich. Ich weiß ja nicht. Nein, Cowboy Dodo soll das machen. Er ist der beste Mann für den Job. Er ist überhaupt der beste Mann. Und Janosch ist natürlich für mich. Tja, dann haben wir einen Putt. Aber bevor wir uns hier noch streiten, vergiss nicht, dass es auch ein wichtiger Job ist, die Kurbel zu bedienen. Die Kurbel? Ich bin doch hier nicht der Kurbel-Heini. Vergiss es. Ich verlange eine neue Auszählung. Es fehlt nämlich noch wer. Ich bin sofort zurück. Ah, verstehe. Okay. Janosch ist aus dem zweiten Teil schon bekannt. Dort ist, den kennen wir schon aus diesen Werbeanzeigen, den Cowboy Dodo. Übrigens, der Janosch, der wäre in YouTube auch sehr gut in den Kommentaren aufgehoben. Der würde überhaupt gar nicht auffallen. Und Cowboy Dodo ist gesprochen von dem Smoodo, also. Gut, dann hätten wir das erstmal soweit. Ich mache dann wieder eine Folgenpause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Okay, tschüss!